Loot Savages, was geht ab? Heute wird's ernst. Wir bekommen heute ein Bohrloch im Savage Camp. Das ist einer der wichtigsten Schritte, dass wir fließend Wasser haben. Damit können wir duschen, kochen, uns waschen, trinken. Alles ultra wichtig. Das ist eine automatische Bohrmaschine sozusagen. Damit wird das Bohrloch gebohrt. In der Regel dauert das 2 bis 3 Tage. Also 2 bis 3 Tage werden die bohren. Und wenn das Bohrloch dann fertig ist, also es wird so circa 40 Meter sein, 50 Meter tief, dann werden die nächsten Schritte eingeleitet. Ich kenne mich da jetzt nicht so krass aus, ich habe aber ein paar Videos gesehen und weiß ungefähr, wie das dann läuft. Ein 5000 Liter Tank, ja, also mehr als genug. Normalerweise bräuchten wir 3000 Liter ungefähr, das würde vollkommen ausreichen für das, was wir vorhaben. Aber hey, man muss sicher gehen und für die Zukunft auch schon planen, ja. Anstatt dass man dann irgendwann sagt, oh, wir brauchen jetzt noch einen Tank oder einen größeren Tank, haben wir uns entschieden, gleich in einen größeren Tank zu investieren. Okay. Die Bohrlochbohrung ist wirklich nicht billig, ne, weil wir auch hier auf der North Bank sind. Heißt, die ganzen Mitarbeiter müssen hier rüberkommen mit der Fähre, mit diesem Truck. Und müssen dann hier auch übernachten und dann hier arbeiten und so weiter. So, die Arbeit kann beginnen. Der Tank kommt erstmal an die richtige Stelle. Und dann befüllen wir den Tank mit Wasser, denn jetzt kommt der Fun Fact. Wir brauchen Wasser, um für Wasser zu bohren. Das ist dieser Firma leider erst eben eingefallen wieder. Und deswegen müssen wir jetzt hin und her fahren, Wasser in Eimern besorgen und dann diesen Tank hier befüllen. Man muss hier wirklich sehr viel Geduld haben in Afrika. Man darf nicht zu schnell aggressiv werden. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man hier Geduld hat, okay? Diese Mitarbeiter wollen mich gerade verscheißern. Wir sind gerade kurz zurück ins Dorf gegangen, um Wasser zu besorgen. Wir kommen zurück. Mehr als die Hälfte der Truppe einfach weg. Und dann frage ich, wo die sind. Die sind erstmal frühstücken. Leute, wenn ich denen nicht den Arsch aufreiße, wenn die zurückkommen, weiß ich auch nicht, Alter. Dann habe ich mich selbst verloren. Ich sage nur eine Sache. Sowas muss man checken. Die Verantwortung trägt ganz klar der Chef, der Anführer von denen. Er hat aber heute Morgen sich schon entschieden, einen Joint zu rauchen. Okay? Und ja, jetzt werden die gleich zurückkommen und dann gibt es eine Ansage, damit die einfach verstehen, yo, niemand geht hier einfach weg, ohne Bescheid zu sagen. Es ist ja nicht so, dass sie nicht frühstücken können. Wir hätten sogar denen Frühstück besorgt. Aber dass die einfach eigenständig loslaufen und wir nicht wissen, wo die sind, was die genau machen, das geht gar nicht, Leute. Jetzt wird gearbeitet, Leute. Jetzt wird gearbeitet. Der Herr hier bereitet den Stand vor. Der Tank kommt dann oben drauf. Also dieser große schwarze 5000 Liter Tank kommt dann auf den Stand. Und er macht jetzt gerade so die Basis dafür. Und dann wird das noch mit Zement untermalt sozusagen. Und wir haben eine geniale Idee. Wenn der Zementstand steht und der Tank oben drauf ist, werden wir unter dem Tank eine kleine Wohnung machen, also ein Zimmer für Security Guy oder für uns zum Zurückziehen. Also da werden wir auch eine kleine Wohnung reinmachen. So. Und hier wird gebohrt. Seht ihr mal, afrikanische, akkurate Arbeit. Akkurat.
Ja, Mann. Nice. Afrikanische Qualitätsarbeit, meine Savages. Neben dem Savage Camp Grundstück ist ein wunderschöner großer Baum und der hat wirklich Potenzial, dass man eine Plattform da oben drauf baut, also eine Art Baumhaus. Wäre schon nice. Wir werden wahrscheinlich in der ersten Zeit unter diesem Baum schlafen. Ja, weil hier ist schön Schatten und wir haben schönen Überblick über das Grundstück. Ein wunderschönes, großes Grundstück, meine lieben Savages. Da hinten seht ihr die Couscous-Felder. Bis zum Baum da hinten, so groß ist das Grundstück. Da hinten wird die Farming und Animal Area sein, also Tiere und Farming wird da hinten betrieben. Deswegen ist das Bohrloch auch ziemlich zentral. Heißt, wir können in beide Richtungen mit Wasser versorgen. Und hier ist sozusagen die vordere Seite. Und hier wird es zum Beispiel den Outdoor-Gym geben, damit man auch von außen sieht, hier wird trainiert. Für alle Menschen, die Selbstverteidigung trainieren möchten. Ne? Ich werde auch die Polizisten hier trainieren. Leute aus der Regierung, die sind alle interessiert, von mir trainiert zu werden. Und ja, es gibt hier sehr viel Potenzial, hier Gas zu geben mit dem Projekt Savage Camp, meine Lieben. Wer hätte das gedacht? Nach nicht einmal einem Jahr sind wir dabei, hier schon ein Bohrloch zu bohren. Leute, das macht mich stolz. Mich macht es stolz, dass ihr uns unterstützt. Diese Community macht mich stolz. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich bin froh, dass Elli und Elias hier sind, um zu unterstützen. Yo Leute, also ihr seht, wir sind am Arbeiten, wir sind am Machen, wir sind am Tun, wir sind am Schwitzen, wir sind am Bluten. Wir geben alles, was wir haben in dieses Projekt. Elias gibt alles, was er hat. Elli gibt alles, was sie hat. Ich gebe alles, was ich habe. Die Community gibt, supportet. Das ist ein gemeinsames Projekt und das gefällt mir, dass alle verstehen. Hier geht es um das Geben- und Nehmen-Prinzip. Hier geht es nicht um meins, deins, das habe ich bezahlt, das hast du bezahlt. Nein, wir stecken alle, alles rein, was möglich ist und am Ende können wir alle davon profitieren. Und genau das ist der Sinn hinter dem Projekt Savage Camp. Zitronenbäumchen geht es prächtig, wunderbar. Ihr seht, alle sind am Wachsen und Gedeihen. Ja, hier haben wir so einen Zitronenbaumkreis erstellt. Alle sehen gesund aus. Guck mal. Das macht Papa natürlich stolz, meine lieben Kinder. Jawohl. Jawohl. Die Mahagoni-Bäume haben ihre kompletten Blätter verloren. Wir haben uns dann erkundigt bei jemandem, der sich sehr gut auskennt, besonders mit diesen Bäumen. Und er meinte, das ist völlig normal, die verlieren ihre kompletten Blätter. Und dann fangen sie an zu wachsen und dann kommen ganz viele neue Blätter raus. Klar haben wir zuerst einen Schock bekommen und dachten, what the fuck? Aber, wie gesagt, der Profi meinte, keine Sorge, in spätestens 3 Wochen haben alle Mahagoni-Bäume wieder saftige grüne Blätter. Ja, und jetzt haben wir in ein paar Tagen auch die Möglichkeit, alle Bäume auch manuell zu bewässern. Das Projekt Savage Camp ist gesegnet, meine lieben Damen und Herren. Wir sind gesegnet und niemand kann uns stoppen. Jeder, der versucht, uns zu stoppen, aufzuhalten, wird sehr schnell merken, dass dieses Projekt gesegnet ist. Okay? Und sollte jemand auf die Idee kommen, auf dieses Grundstück zu kommen, ohne zu fragen, der bekommt seine feine Nase ins Gehirn geschlagen. Von mir persönlich. Wer auch immer hier reinkommt, ohne zu fragen, bekommt seine Nase ins Gehirn geschlagen. Bitte sagt mir keiner am Ende, dass ich das nicht gesagt habe. Das ist mein hundertprozentiger Ernst. Okay? Ich kenne ja mehrere Menschen, die Projekte am Laufen haben. Und meistens geht es nur darum, jemanden zu finanzieren. Und er vergisst dann am Ende die ganzen Leute, die supportet haben, unterstützt haben.
und baut sich ein Imperium auf und feiert sich dann selbst. Hier dieses Projekt ist komplett das Gegenteil. Wir bauen es gemeinsam auf und wir profitieren gemeinsam als Community von dieser Sache hier. Ne? Das ist eine wunderbare Sache, eine Herzensangelegenheit. Wir unterstützen hier das Dorf, also rein 100% positiv und wirklich geben und nehmen Prinzip. Wenn du auch dieses Projekt unterstützen möchtest, kannst du das gerne tun. paypal.me/savagemindset. Wenn du kein PayPal hast, kannst du das auch gerne per normale Banküberweisung tun. Dann musst du mich allerdings privat anschreiben per E-Mail oder per Telegram oder Instagram und dann gebe ich dir die Kontodaten. Vielen Dank dafür.